Hey Leute, J.O. hier. Wenn ihr gleich das Video anschaut, dann wundert euch bestimmt, dass ich anders aussehe wie jetzt. Das liegt daran, dass das Intro, vom, was ich eigentlich gedreht habe, verloren gegangen ist, aus unerklärlichen Gründen. Naja, egal. Jetzt seht ihr mich ja, jetzt wisst ihr, dass das Video losgeht und viel Spaß, bis später. Wir sehen uns. So, wir sind jetzt hier in Bürstadt und ich bin noch nicht allein unterwegs. Ich habe noch ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Hallo. Mein Junior, mein Sohn. Und ja, wir gehen jetzt mal rein zum ehemaligen Stadion und schauen mal, was man davon noch sieht. Hier wurde alles umgebaut und hier ist auch immer noch eine große Baustelle. Aber trotzdem gibt es hier schon viel zu entdecken. Das erste, was man hier zum Beispiel sieht, ist der Eingangsbereich vom Stadion. Ich werde später im Video noch ein paar Videos bzw. ein paar Fotos einblenden. Aber hier kann man so ein bisschen erahnen, wie alt das hier schon ist. Das Stadion wurde 1923 gebaut und den Verein, der hier gespielt hat, den VfL Bürstadt, den gibt es noch länger, seit 1910. Er hieß erst SC 1910 Bürstadt und wurde dann später umgenannt in VfR. VfR steht für Verein für Rasenspiele. Hier sieht man, wie das heute aussieht. Wir sind jetzt hier. Und das hier war früher das Stadion. Und hier gibt es noch mehr Plätze, wie man sieht. Wir stehen jetzt hier in der ehemaligen Kurve. Hinter dem Tor. Der Platz ist ja noch da, da sieht man das Tor. Und hier in der Kurve gibt es noch tatsächlich ein Relikt aus alten Zeiten. Und zwar ist hier das Vereinsheim vom VfR. Und da hinten sieht man es schlecht wegen dem Schatten. Ich gehe noch ein Stück näher. Da ist die alte Anzeigetafel. So wie sie da ist, war sie tatsächlich mal hier zu sehen. In dem Tor. War es ja früher auf vielen Fußballplätzen und wurden dann von Hand die Ergebnisse mit so Tafeln immer aktualisiert. Und hier sieht man wirklich nicht mehr viel, was an einen Fußballplatz bzw. an eine Tribüne erinnert. Wir stehen jetzt hier, wo früher die Gegengerade war, auf der Tribüne. Also hier war mal alles voll Stehplätzen. Nichts mehr zu sehen. Wir schauen hier jetzt auf die andere Seite. Da war früher die Haupttribüne, eigentlich das Hauptstück des Stadions, wenn man so will. Da werde ich euch auch noch Bilder einblenden dazu. Da ist nichts mehr zu sehen, alles weg, alles neu. Auch der Platz ist jetzt Kunstrasen. Es war früher natürlich echtes Gras, früher gab es da noch keinen Kunstrasen. Und ich schulde euch, glaube ich, noch den Namen vom Stadion. Das Stadion ist benannt nach Robert Kölsch, der hier aus der Region stammt und sich um den Verein verdient gemacht hat. Und noch ein kleiner Fun-Fact zum Verein VfR Bürstadt. Der VfR Bürstadt war einer der ersten Vereine in Deutschland, die die Namensrechte verkauft haben, schon in den 70ern. An einen Geschirrfabrikanten hier aus der Region. Und der Verein hat sich dann genannt VfR Oli. Otto Limburg hieß der Fabrikant. Und es war der Name seiner Firma war Oli. Oli. Und so hat man sich benannt bis in die 80er.
Es war übrigens die erfolgreichste Zeit dieses Vereins. Damals war man in der zweiten Bundesliga, die noch zweigeteilt war in Nord und Süd. Da ist man dann abgestiegen nach dem ersten Jahr, aber direkt wieder aufgestiegen, konnte sich dann einmal halten und ist dann noch ein zweites Mal abgestiegen. Da hat man sehr viel Pech gehabt. Da muss man in die dritte Liga absteigen, als Tabellen 13er tatsächlich, weil die Nord- und Südliga zusammengelegt wurden. So, und jetzt steht jetzt hier vor der neuen Anzeigetafel. So sieht das heute aus, natürlich viel moderner und zeitgemäß. Wo wir hier sitzen, haben früher die Spieler und Trainer gesessen. Hier hinter uns war früher die Haupttribüne. Hier ging es rein in die Umkleide der Spieler. Da kann man heute gar nichts mehr davon erkennen irgendwie. Sieht komplett anders aus. Was man jetzt hier sieht hinter uns, dieses Gebäude, was mit Holz verkleidet ist, ist ein Bildungszentrum, was auch Architekturpreise bekommen hat. Sieht auch ganz schick aus, muss man sagen. Wir sind jetzt hier in der Mitte des Fußballplatzes. Jetzt muss man sich vorstellen, vor 40 Jahren haben hier dann tausende Fans ihren Verein angefeuert und wahrscheinlich auch den Gegner ausgepfiffen. Heute spielt Bürstadt in der 9. Liga. Da kommen dann keine Tausende mehr. So, wir sind jetzt hier wieder an der Übersichtstafel. Also nochmal zum Zusammenfassen. Das hier ist das alte Stadion. Wir haben hier die alte Tribüne gesehen, wo jetzt das Bildungszentrum ist. Hier sieht man die alte Anzeigetafel, die früher hier stand. Das hier ist das Vereinsheim vom VfL Bürstadt. Und das hier alles haben wir umrundet. Hier waren überall die Stehplatztribünen, die jetzt alle weg sind. Also wenn man zusammenfasst, das Einzige, was es noch gibt, ist der Platz und die Tafel und das Eingangstor. Zum Abschluss unserer Tour laufen wir noch den Trail, den es hier gibt. Das ist hier die rote Linie, die einmal außenrum geht. Und wir nehmen euch mal mit auf die Tour. Können wir mal sagen, los geht's! Tja, an dieser Stelle hättet ihr eigentlich einen Zeitraffer sehen sollen, wie wir den Trail um den Platz umrunden. Nur leider hat es die Kamera nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, was es gelegen hat. Vielleicht Bedienerfehler, vielleicht Technikfehler, keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Dann nutze ich doch die Zeit mal, um mich bei Sascha zu bedanken von 11km.de. Sascha hatte das großartige Buch geschrieben, 99 Orte, die Fußballfans gesehen haben müssen. Den Link zu seiner Website findet ihr in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank an ihn, dass ich die Fotos verwenden durfte. Die haben uns sehr geholfen, um zu verstehen, wie es hier früher ausgesehen hat. Das war ganz schön anstrengend. Deswegen hören wir hier jetzt besser mal auf. Lasst mir ein Like da, folgt mir hier auf Instagram und bis dahin, keep exploring!